Du kannst das Automationstool make.com auch mit deinem Smartphone nutzen, also Android oder ein iPhone. Und damit kannst du Trigger setzen, zum Beispiel wenn du in einer bestimmten Region bist, soll eine Automation losgelöst werden. Oder du kannst aus Automationen auch dein Smartphone steuern. Dazu lädst du die Make-App, weiß nicht, ob man das sieht, auf dein Gerät und du siehst dann nur zwei Optionen, Scan a QR-Code oder Enter a Code. Du kannst nicht direkt einloggen in der App. Dazu musst du jetzt einloggen in deinen Browser, in Make und hier unter More Devices. Man hat noch kein Device jetzt verbunden. Oben rechts Add Device. Und ich gebe jetzt einen Namen ein. Und jetzt habe ich jetzt einen QR-Code. Und Scan QR-Code. Und ich bin jetzt eingeloggt in meiner Make-App auf dem Phone. Save. Ich habe jetzt also mein Google Pixel 8 Pro hier verbunden und kann jetzt anfangen, solche Automationen zu machen mit meinem Phone, mit GPS, Zonen und so weiter. Wenn ich hier jetzt reingehe und ein neues Szenario mache und suche nach Android in meinem Fall, dann habe ich diese Möglichkeiten, also Trigger, wenn ich einen bestimmten Button klicke, wenn SMS reinkommen, wenn SMS rausgehen, ich kann selbst SMS senden, ich kann schauen, wer ruft an, zum Beispiel das dann alles protokollieren in Google Sheets, Push-Nachrichten, kann sehr nützlich sein. Location Changes, Geofence Area, kann Wi-Fi abschalten, einschalten, schauen, wenn das Phone an ein bestimmtes Wi-Fi-Netzwerk sich verbindet, zum Beispiel dann bin ich zu Hause oder dann bin ich im Büro, dann kann ich triggern, dass im Büro soll alles dann auf lautlos gehen. Wenn ich rausgehe aus dem Büro, also Wi-Fi disconnected, dann könnte ich die Fitness-App starten. Ich kann Verbindungen zu Bluetooth-Devices watchen. Und das heißt zum Beispiel, wenn ich auf mein E-Bike steige, das gibt eine Bluetooth-Verbindung. Habe jetzt also eine ganz kleine Automation gemacht. Android, ich habe gewählt Wi-Fi Connection. Also es checkt, wenn das Phone sich mit einem Wi-Fi verbindet. Dann ein Router, damit ich mehrere Dinge machen kann. Eine Verzweigung. Dann Android Change Ring Mode. Da habe ich jetzt auf Vibration, wenn ich ins Büro komme, auf Vibration. Oder wenn ich nach Hause komme, da könnte ich jetzt sagen, Loud Ringtone. Okay? Super simpel, aber nützlich.